Und da sind wir wieder. Ist es laggy? Oder kriegt sich wieder? Ne, er schießt leider wieder hoch. Heute mag er wieder nicht. Also ich verstehe es nicht. Manchmal mag er, manchmal mag er nicht. Manchmal geht es ohne Props, manchmal nicht. Also das verstehe ich nicht so ganz. Woran das manchmal ist. Also gut, es ist halt oft. Aber dann gibt es halt wirklich Tage, wo gar nichts ist. Und woran liegt das? Es muss doch an irgendwas liegen, oder? Naja. Anyway. I feel like we're shipwrecked. Am I gonna end up in some dead fan's stomach? You won't let that happen, will you? Nein. If I'm immune, then I'm contacting the authorities. Sam doesn't trust them. Okay, well, that's his problem. I'm getting out of here. We all want to leave. You wouldn't believe what we had to pay to get on that plane. We're stuck here. Nah, we make our own way out. You can't just jump in a car and go. The roads are all blocked. I saw videos of cars getting swarmed. You might as well put wheels on a coffin. Yeah, true. There's millions of those things out there, just waiting to sink their teeth into us. Face it, we'd need a helicopter to get out. And everyone who has one is already fucked off in it. Come on, we're going to escape. Was there a local evac center? Hm? Irgendwie fühlt sich das aber immer noch so surreal an. Wirklich dieses Spiel zu spielen. If Robert hadn't made other arrangements. Robert really left the hole, huh? Our marriage was just PR, okay? Aren't they all? Look, I'm getting out of LA. End of. Irgendwie fühlt sich das so surreal an. Don't forget your friends if you do find a way out. Okay, aber hier liegt noch was, das nehmen wir noch mit. Ah, das sammelt ihr automatisch auf. Okay, was liegt da noch? Karte freigeschaltet, nannte Überlebende. Was haben wir denn dann noch freigeschaltet? Eigentlich nichts. Doch die oder was? Erfrischend. Lacht den Tod ins Gesicht. Konnte Angriff auf Zombies füllen zusätzlich Gesundheit auf. Sogar noch mehr als sonst. Das hört sich fast geiler an. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wie man. Robert hat mich gerade informiert, dass wir sofort aufbrechen müssen. Er hat Vorkehrungen getroffen. Mir bleibt noch nicht einmal Zeit, mich umzuziehen. Ich wollte mich nur bei dir entschuldigen. Du hast so viel für mich getan. Ich hoffe, du schaffst das raus, Emma. Wahrscheinlich ein Brief für die Haushälterin. Die dann halt so Verbarrikadierung all ihre Familie hergeschleust hat, ne? So. Na, da müssen wir lang, okay. Ich hoffe, es ist richtig. Nö. Hier liegt noch Stuff. Okay, der Trailer ist übel. Yo, Michael, machst du mal auf? I'm gonna check out the local evac muster point at the Halperin Hotel. If there's help anywhere, it'll be there. Yes, yes, good. Good, exactly what I was going to tell you to do. All part of my survival plan. You'll need keys to get out here. Yes. Just tell them Emma Jaunt and her staff need to be evacuated immediately. Okay?
I'll bring the cavalry. If there's any cavalry left. Yeah. They can land a helicopter right in the grounds. It's fine. Come on, Mom. Throw some angels my way. Schlachtgemeinschaft in L.A. Du hast den Coop-Modus freigeschaltet. Tu dich mit Freunden und anderen Überlebenden zusammen, dann könnt ihr in L.A. gemeinsam erkunden. Ja, jetzt erstmal zurück zum Spiel. In Geldkassetten kann man in ganz L.A. diverse Dinge finden. Du benötigst einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Diesen findest du bei einem namentlich genannten umherwandernden Zombie. Eddies Werkzeugkasten. Okay, dann brauchen wir jetzt einen Eddie. Eddie! Eddie! Du hast was, was ich möchte. Eddie, mein Freund, wieso versteckst du dich? Eddie, come out, wherever you are. Will er nicht? In der Nähe ummantelten Zombie hier. Bin ich einmal ums Haus gelaufen. Den kann man irgendwie nicht. Also das ist nicht Eddie hier. Das scheint auch nicht Eddie zu sein. Bestimmt auch nicht Eddie. Sie ist auch nicht Eddie. Ja, wahrscheinlich muss ich da irgendwie rausgehen und da ist dann Eddie. Gehen wir erstmal wieder durchs Haus, weil wir es können. So, also Eddie ist nicht da. Keine Ahnung, wo Eddie steckt. Bring on evacuation point A. This was the evac route. Alter, wer ist mal Schläger, der pfeffert, Alter. Das ist hier aber auch kein Eddie, ne? So. Bring only what you need. Okay, das macht Sinn. Okay, wir haben ein Erdbeben. Bei uns dann eine Falle hin. Oh no. Rein da mit dir. Der Marco, was macht denn der da oben? Den schlagen wir jetzt da auch rein. Hat nicht ganz funktioniert? Warst schon tot oder was? Hier, komm drüber. Die Falle funktioniert nicht so ganz, wie ich mir vorgestellt habe. Das passt ja schon wieder weggetrocknet oder was? Ist der Kacker? Die lebt immer noch. Hey, ein Snack. Zack, unterm Auffallen. Heida.
Aber jetzt war hier auch noch kein Eddie nicht dabei, ne? Oder? Was ist das, Eddie? Scheiße. Ah, ne, war nur Bargeld. Okay, ah, es schockt mich immer noch, es schockt mich immer noch. Ich hab gedacht, ich probiere es jetzt einfach aus. Gut. Also hier war kein Eddie. Kommen wir hier rein? Nee. Okay, das heißt, wir müssen weiter in diese Richtung da. Fahrzeuge gibt es in diesem Teil diesmal nicht. Boah, ich bin dran vorbeigeschoben. Was ist los hier? Hat jetzt diesmal funktioniert. Ich kann es jetzt hier natürlich zudrehen. Kann ich gleich nochmal die Kohle nehmen, aber jetzt müsste es hier dann langsam auftrocknen. Ja, müssen wir erstmal drüber. Ja, das muss irgendwann aufhören. Wir müssten nach links. Also gehen wir nach rechts. Okay. Interessant. Damit kann man bestimmt arbeiten. Hello? Are you still out there? Can you hear me? Is this working? Can anybody hear me? Hello? 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 Did someone require Zompocalypse Survival Services? Ah, good. Finally, some life out there. You're not much to look at, but I'll take a chance on you. Say, you seen another kid out there? Another kid? I'll have you know I'm a reasonably responsible adult. Damn it. Must have thought I was shooting at her and got spooked. Listen, if I get the gate, can you search the front? You find that girl, you bring her around back, and we'll straighten this thing out. Just watch out for the other trespassers. They might. Hey, get out of there, you scourge of a Satan! Okay, I'll bite. But thank you. No, really, you are too kind. Hey, stop that! Yeah, now, this place is a bad pit. Weil er wieder der Klinge runterhängt. Boah, es hat sich nach viel angehört. Die Garage vielleicht. Schlüssel erforderlich hier. Was ist denn das? Mach mal auf, die lassen wir mal alle raus. Ja, krieg ich mal einen Vespa-Schläger wieder? Dankeschön. Erledigt habe ich damit eigentlich keinen. Beide sind rausgekommen. Jetzt habe ich mir eher den Weg zum Loot versperrt, wobei jetzt geht's hier wieder. Ich hoffe hier einfach, ich klitsche mich drüber. Oh ja, ja, das war hot. Hot Tamale. Aber wir können das Feuer auch ausmachen. Oder wir lassen es bleiben. Eine Werkbank, ja genau. Was machen wir denn aus dem Banner-Baseballschläger?
Den tun wir jetzt erstmal reparieren. Schauen wir mal, Upgrade. Was haben wir denn da? Nichts. Vorteile. Wir haben einen Vorteil. Oh, erhöht Schaden, verringert Ausdauer. Das ist uns... Ach, mir fehlen Elektronikteile. Okay. Und Ausgewogenheit, da können wir auch nichts ändern. So, was haben wir hier? Die reparieren wir mal auch. Und was können wir da upgraden? Ausgewogenheit. Schwere Angriffe laden schneller wieder auf und verbrauchen weniger Ausdauer. Das hört sich doch ziemlich gut an, oder? Haben wir für die noch was? Ne, die ist schon voll. Da können wir nichts. Da könnten wir vielleicht noch was. Ungewöhnlichen Nahkampf Elektroschockermod. Ja, hauen wir doch drauf, oder? Hauen wir drauf. Dafür fehlen uns wieder Teile. Okay, alles klar. Aber jetzt haben wir so mal so ein paar gepimpte Waffen hier. Ne? Wir haben einen Bauplan. Für Verstärkung. Machen wir lieber den da mal drauf. Das wird ein festes Ding. So. Wie sieht's denn hier aus? Da tun wir mal den hin. Ja, da tun wir mal den hin. Den lassen wir mal so. Ja, das kann man mal so lassen. So. Da ist noch Schrott. Also man kann nur besondere Waffen pimpen. Im Dead Island 1, da konnte man noch alles pimpen. Da ging noch alles an. Ja, da ging noch alles zum Pimpen. Alter, die sieht ein bisschen... Ja, die haben es gut weggemampft. Hier kommt man nicht rein. Oh, Jay. Always late to the party. Wer hat da geschossen? Not you, kid. You find that girl. Hey. Nah, I was too slow. Son of a bitch! Well, I say, it's about time we send these party crashers back to hell. Yeah, da bin ich auch der Meinung dazu. Don't be scared, kid. I've got your back. So. Schieß ja nicht auf mich, Alter. Ja. Okay. Some damn fine work, kid. Hey, get over here. I need to talk to you. Yes, gleich. Einen Moment, mein Freund. Ich gönne mir hier noch von dem Buffet was. So, dann gehen wir mal mit dem Typen labern, oder? Jo, was geht? Ach, muss ich rein oder was? Nö. Tschüss zu. Bin noch da, was ist jetzt hier? Oder muss ich erstmal die Quest auswählen? Ja, und jetzt? Wird die Quest nicht weitergegeben? Läuft nicht weiter, oder was? Okay. Wir haben übrigens Eddie immer noch nicht gefunden. Kann ich da vielleicht irgendwie... anders hoch. Ich muss definitiv zu dem hoch. Der will doch, dass ich hochkomme, oder? Ah, jetzt. It's a damn shame about that girl, but I'm sure you did what you could. Curtis Sinclair's the name. Did a bit of acting in my time.
Ask your mother, kid. Pleasure to meet you in these dark times. No fucking way! Soylent Mauve is a classic. Listen, I need help. Heaps of doing my own stunts means, well, the old hip won't survive this drop. I need to get my chairlift to get down, but the power in the house is gone kaput. Yeah, the grid's tripped all over the neighborhood. Maybe the whole city. Check the connections down at the end of the yard. See if the problem's there. Now, if you can get things running, I can buzz you inside. Godspeed, kid. Okay. Dann schauen wir doch mal für ihn nach, oder? Mir würde der Schauspieler jetzt zwar nichts sagen. Ja! Hüpfst runter, Alter! Elektrizität und Wasser ist ein tolles Gespann. Du kannst ununterbrochene Stromkreise mit Wasser aus diversen Quellen wieder. Okay, wo haben wir hier Wasser? Me, Mom. I'm a Sparky, like Uncle Trevor. So, jetzt muss ich da wieder hoch. Jetzt kann ich da nicht über die Blumen drüber hoben, oder was? Was ist los hier? Ah, da kann ich rüber. Aber auch noch so ein bisschen... Das hat wehgetan. Oh mein! Das hat auch wehgetan. Aber das ist mir so egal. Schlüssel des Postboten erforderlich. Wo ist der Postbote? Okay, Map time. Don't want to be that idiot who got lost. Er hat einen Riegel dabei gehabt. So, wo ist der Postbote? Wie die Augen raushängen, Alter! Rausgehangen sind, Alter. Ich wasche mich mal. So, aber einen Postboten habe ich jetzt hier nicht gesehen. Ne, das könnte der Postbote sein, oder? Oh, hello. Is this a shortcut I see before me? Could be, but we're looking for the DHA guy. Könnte das der hier sein? Wir haben übrigens Eddie auch noch nicht gefunden. Einige Fahrzeuge sind alarmgesichert. Bei Beschädigung wird ein lauter Sicherheitsalarm ausgelöst. Der Zombie ist in der Nähe anlockt. Entferne die Batterie aus dem Auto, um den Alarm zu deaktivieren. So. Die Batterie brauche ich bestimmt. Oder auch nicht. Ich soll ja von meinem Erfolg berichten. Aber ich suche eigentlich den Postboten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert, aber gut. Okay. Vielen Dank für den Bang. Ja, die kochen noch. Der Bang hat mich erwischt.
Die Nudeln kochen noch, die sind im Reiskocher. Läuft völlig autonom. Und dann habe ich noch eine Telekinese. Wir brauchen eine Zugangskarte. Gut, wir sind im Haus. Dann muss sie ja auch irgendwo hier rumliegen. Yes. So. Oder wie die Brille dann noch einzeln wegflattert. Ja, damit sie schön weich sind. Da haben wir unsere voilà. Karte. Die Keycard der Home Help. An meine Follower. Jetzt ist auch noch Snapter da und das Gesicht, wenn du auf einmal all deine Gedanken in dein Telefon tippen musst, anstatt sie mit deinen 50.000 Followern zu teilen. Schickt mir Kraft, Leute. Ich habe gerade das unfassbarste glutenfreie Gluten-Sandwich aller Zeiten gemacht. Die Saftigkeit toppt echt alles. Obendrauf knackig, frischer Salat und ein paar Spritzer Oily. Es ist wirklich großartig, mal ein bisschen Zeit für mich zu haben. Ich hoffe nur, meine Essensvorräte reichen aus. Wieder einmal ein grandioser Sonnenuntergang in L.A. Diese Stadt ist echt atemberaubend. Unbedingt Foto anhängen. Marshmallow hat gerade auf ihre Kaschmirdecke gepinkelt und sich darin angewälzt. Ich hasse mein Leben. So meinte Lesen ausklappen. In Zeiten wie diesen darf man nicht vergessen, wie gesegnet wir alle sind. Die Lage ist ernst, aber es gibt immer mehr Positives als Negatives. Tut mir leid, Leute, aber das muss doch mal gesagt werden. Lol, Foto von mir im Bikini im Pool anhängen. Okay, Hand hoch. Hat sonst noch immer die Nase voll von diesen ganzen Zombie-Ding oder bin nur ich das? Ja, es bist nur du, Mädchen. Ich habe hier basically gerade erst damit angefangen, da kann ich nicht schon die Nase voll davon haben. Das geht gar nicht. Fast. Warte, steh auf. Und? Schön. Gut, wir haben die Karte, wir können jetzt da unten zur Tür raus. Beziehungsweise die gehen natürlich jetzt auch auf. Gefällt mir, wie das Spiel Dinge handhabt. Also es gibt echt mehrere Wege für rein, raus. Alter. Also das ist schon krass, wie du die zerlegst. Also das ist schon. Tschüss. Und einfach mega. Was meint der Chewie? So vom ersten Eindruck, was er so bei mir hier so sieht. Den Eddie und den Postboten übrigens immer noch nicht gefunden. Da hinten knabbert schon wieder jemand rum. Also wo auch immer Eddie oder der Postbote sind, sie sind, Kid, you did it. Hey, get your keister in here. We're not out of the woods yet. Ja, ich kann noch nicht rein. Oder wie ihm der Kiefer runterhängt.
Wie ihm einfach der Kiefer runterhängt. Ja, nehmen wir mal die hier. Hier nochmal. So. Ruhe. Schweinsohn. Da klebt noch einer an der Tür. Sorry, Curtis. So. Hey. Word to the wise. If you're gonna fight these things with grenades, don't do it in your own home. Yeah. Luckily, the lift rail looks dirty. Power it up, and I'll take my chances. Okay, mit was tauschen wir jetzt die aus? Da tun wir mal lieber die hier vielleicht weg. Ja. Schau, wir tauschen die hier aus. Die werden ungefähr gleich. Ja, gut, das ist ja wurscht. Was will er jetzt von mir, dass die 18 Treppen lift? Well, either my ears are playing tricks on me or trouble's on its way. I'm gonna need you to clear the runway. Na, ist sauber. We wanna hit the zombie, not the kid. Bitte einmal diesen hier. Das Blut spritzt, das ist einfach insane. Ich will keinen Kuss. Alter, wie er die Augen raushängen, hast du das gesehen? Ich muss hier raus. Mein Alter. Ja, ich pack ihm den Schädel aber allein. Das ist schon in Ordnung so, oder? Ich häng irgendwo fest. Zack und zack. Wow, what a wreck! Oh, I don't know about you, kid, but there's more than enough excitement. Na, ich loot dich mal dabei hier leer. Wenn ich hier schon für dich hier leer machen musste, hole ich mir jetzt auch meinen Verdienst. Jetzt looten wir hier noch ein bisschen. Ah, Nudelns piepen schon. And to think I said they wouldn't catch me dead in that chairlift. Tja. Und nun? Auf jeden Fall, bis ich die essen kann, muss ich sowieso wieder abkühlen lassen. Aber ich schaue euch jetzt nochmal kurz in die Pause rein, weil ich kümmere mich kurz drum. Also bis gleich.